Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyblock. Oh oh. Also heute wollte ich eigentlich mit chilliger Musik spielen. Aber das Lied, ich finde das einfach so geil, da habe ich mir gedacht, packe ich es am Anfang nochmal mit davor. Okay. Und zwar habe ich bei Let's Play Skyblock jetzt ein paar Ideen. Die werde ich auch im normalen Let's Play machen. Ich würde gehen, mal stehen, spielen, spielen. Und zwar werden wir uns einen Raum bauen. Und in diesen Raum werden wir Tafeln hängen, wo drauf steht, was wir machen werden. Und da könnt ihr mitbestimmen, welche dieser Tafeln ihr als nächstes bearbeiten wollt. Und das werde ich dann von Aufnahme zu Aufnahme beenden, je nachdem, wie ihr abstimmt, was ihr als besser empfindet. Okay, dann brauchen wir trotzdem erstmal Steine. Für wer das nicht weiß, das Lied ist eins der Digimon-Staffellieder. Also ich habe ja früher nie Digimon geguckt. Also die Musik, die die machen, so für die Staffellieder und so, und auch was zwischendrin so kommt. Ich finde das einfach übelst geil, episch. Oh, Entschuldigung, das war jetzt mal ungewollt. So, und zwar würde ich sagen, wie gesagt, das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt jeden sein Geschmack so ist. Ich habe jetzt nur ein Lied reingepackt, ansonsten habe ich wieder diese Chill-Musik rein, von der ich auch heute wieder nicht weiß, was das eigentlich ist. Ich habe es mir vorher nie angehört. Ungefähr 6 oder 7 Liter habe ich in die Playlist gepackt. Aber es ist ja immer so mit dem Musikgeschmack. Da kann man eigentlich mal drüber reden. Und zwar... mit dem Lied kann ich nicht drüber reden. Wir lassen das Lied erstmal zu Ende klingen. Und dann rede ich drüber. Schlag den Stein, es muss weitergehen. Schlag den Stein, wir brauchen viele Steine. Schlag den Stein. Wir wollten da noch Creeper einloggen. Okay. Gut, das könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Moment. Okay, wir machen nach dem Creeper, reden wir über das mit der Musik. Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Na komm, na komm! You only my spider girl. Creeper, komm her! Ach, warum hab ich denn zugeschlagen? Wo sind meine Erfahrungspunkte? Ich will Erfahrungspunkte! So! Ich bin ein wenig schweigsam, merke ich gerade so. Eigentlich bin ich gut drauf. Ich frage mich. Omega. Ja. So viel dazu. Und wir sind schon wieder gestorben. Ich habe aber. Das ist zurzeit das Problem. Ich habe keine großen Ausweichmöglichkeiten hier.
Oder besser gesagt, ich habe überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten hier. Wenn ich Ausweichmöglichkeiten hätte. Und vor allen Dingen, wenn ich mal mehr Rüstung machen könnte, wäre das alles kein Problem. So, kommt her. So, so. Nein! Ach, das ist doch nicht euer Ernst! Au! Vor allem, ich habe noch gesehen, wie die neben mir runtergefallen sind. Einfach durchrennen. Na! Ah! So viel zu einfach durchrennen, ja. Ihr merkt, ich kann's einfach mal. Nein. Au. Nein. Ich hasse diesen Bug. Ich sterb doch so schnell oft genug. Was haben wir eigentlich hier drin noch? Nichts. Nichts ist immer gut. Ist besser als gar nichts. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt ganz einfach. Dann habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ja, ist klar, ne? So macht man auch Bogen, genau. Man spannt den Stock. Das weiß ja jeder. Komm hier, verpiss dich! Aua! Du tust mir weh! Au! Spider-Girl, you're only my Spider-Girl, you're only my Spider-Girl. You're only my spider girl. Geht's einfach durchrushen? Geht das? Wow, was ist das? Das ist ein Spinnenbogen-Zombie. Das sieht ja total pervers aus. Ah, wie ist der durchgekommen? Wie zum Teufel ist der durchgekommen? Alter, wie ist denn der da durchgekommen? Ich hab den Zombie erledigt, das Skelett ist. Ja, wir werden sterben. Ah, oh, es regt mich auf, ey. Ja, und auf zu einer neuen Runde. Wir können ja was. Blub. So, drei Bäume gemacht. Eingesammelt. Da. So, den können wir dann auch wieder weglegen, weil. Ey, das ist ja eine sinnlose Verschwendung von Zeugs. Komm, verpiss dich. Was ist denn das für ein Massenauflauf da, ey?